Oh Mann, ey, meine arme Großmutter. Ich bin so traurig. Hä, warte, was ist das denn? Aua! Hä, was hat das denn? Das hat sich so angehört, als wäre hier vorne eine Schlägerei gewesen. Da muss ich jetzt erstmal nachschauen. Hä, was ist das denn hier? Der wurde ja angegriffen. Der ist komplett schwer verletzt, ey. Was ist das? Ich muss sofort einen Krankenwagen rufen. Ja, hallo, hier ist der Polizist. Bitte kommen Sie schnell. Ah, was ist das denn? Aua. So, Angriff hier. Du wirst festgenommen. So, da hast du das. So, ey, verteidigt. Da wollte ich mir nicht eiskalt angreifen. So, wo bleibt der Sanitäter? Ich habe hier zwei Schwerverletzte. Der eine ist schon ganz grün angelaufen hier. Schnell zum Einsatz fahren. Da vorne sind Schwerverletzte. Oh Mann, für den jungen Grün ist alle Hilfe zu spät. Komm, den kann ich noch mitnehmen. Und Sie, wie sehen Sie denn aus? Sie haben eine Verletzung am Arm. Ach, das macht nichts. Wie, das macht nichts? Komm, ich peppel diesen Jungen jetzt einmal auf, dass er transportfähig ist. Und dann müssen wir ganz schnell ins Krankenhaus. Haben Sie das verstanden? Ach, papalapap, das ist nur eine kleine Schnittwunde. So eine Schnittwunde kann sich ganz böse entzünden. So, und jetzt steigt beide schnell ein. Ich muss euch ins Krankenhaus bringen. Ach, okay, wenn Sie meinen, dann steigen wir jetzt. Okay, schnell rein. Jetzt fahre ich euch erstmal ins Krankenhaus von Notruf Hamburg. Aber lieber Herr Polizist, wie ist denn Ihr Notfallkontakt? Mein Notfallkontakt ist mein Schwager, das ist Bapo. Okay, dann rufe ich den jetzt an. Bapo, bitte kommt sofort zum Krankenhaus. Wir haben einen Notfall. Oh mein Gott, ich habe einen Anruf vom Krankenhaus bekommen. Ich muss ganz schnell ins Krankenhaus fahren. Ich habe einen Notfall, beziehungsweise mein Schwager wurde wohl angegriffen und hat jetzt eine Schnittverletzung. Das heißt, ich fahre jetzt ins Krankenhaus und hoffe natürlich, dass ich das Beste für ihn tun kann. Vielleicht kann ich ihn gleich einfach nach Hause fahren. Hier, ich bin jetzt auch gleich schon beim Krankenhaus. Ey, ich hoffe natürlich, ist alles gut. Die Nacht ist ruhig. Ruhiger als sonst. Ein bisschen ungewöhnlich für Notruf Hamburg. Und jetzt bin ich da. Gut, dann schauen wir mal, was hier so abgeht. Ich denke, ich kann meinen Schwager schon direkt wieder mit nach Hause nehmen. Hä? Warum hast du denn so grüne Haut bekommen? So ein Krankheitsbild ist mir gar nicht bekannt. So. Ah, ah, was ist das? Ich werde von hinten angegriffen. Ah, Hilfe, was ist das denn? Was sind das für Leute? Okay, auch keine andere Anmeldung. Gut, dann gehe ich jetzt einfach mal so durch und schau mal die Zimmer durch. Er ist bestimmt ein Premium-Behandlungszimmer für die Beamten, ey. Jetzt gehe ich erstmal hier rein und... Hä, was ist hier denn los? Die sind ja schwer verletzt. Junge, mein Junge. Lauf. Es sind Zombies. Warte, was? Zombies? Die gibt's doch gar nicht. Och, mein Junge, du musst mir vertrauen. Los, es sind Zombies. Ah, ich glaube, der hat einen auf den Schädel bekommen, ey. Jetzt ziemlich schwer verletzt. Ich muss schnell Hilfe besorgen. Oh, schnell in das Zimmer hier rein. Ist hier ein Arzt? Ist hier ein Arzt? Was sind das denn für Leute? Die sind komplett grün. Oh mein Gott, sind das etwa Zombies? Ah, Hilfe, Hilfe. Ah, schnell weg hier. Oh nein, das sind Zombies. Nein, sie rennen mir hinterher. Oh mein Gott. Nein, schnell weg, ey. Oh mein Gott, das sind Zombies. Schnell abhauen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich muss schnell Hilfe holen. Ich muss schnell Hilfe holen. Das sind einfach Zombies. Oh mein Gott, schnell abgehauen. Alter, was ist das? Dann haben wir jetzt eine Zombie-Invasion in Notruf Hamburg oder was? Schnell zur Polizeistation. Oh mein Gott, schnell zur Polizeistation. Ich muss unbedingt fahren, Alter. Wir haben einfach eine Zombie-Invasion in Notruf Hamburg, ey. Hallo, bitte, wir brauchen Hilfe. Wir haben eine Zombie-Invasion bei Notruf Hamburg. Alle im Krankenhaus sind Zombies geworden. Bitte helfen Sie mir. Okay. Und wie sahen die Zombies aus? Hatten sie zufällig grüne Haut und waren halb tot und haben Leute angegriffen? Ja, ja, genau. Woher wissen Sie das? Das waren Zombies. Und haben die so ein Musikvideo gemacht und haben einen Thriller gesungen? Sie nehmen mich ja überhaupt gar nicht ernst. Ich rede hier nicht von Michael Jackson Musikvideo, sondern von der Zombie-Invasion in Notruf Hamburg. Komm, mein Junge, verarschen kannst du jemand anderes. Wir hier auf der Davidswache haben jeden Tag mit so Vollidioten wie dich zu kämpfen. Nein, nein, du bekommst jetzt hier Hausverbot. Verlass jetzt sofort dieses Grundstück, sonst gibt's Ärger. Oh mein Gott, der Polizist, der vertraut mir gar nicht. Alter, was soll ich jetzt machen? Oh mein Gott, ey, ich muss jetzt ganz schnell zur Feuerwehr
in Notruf Hamburg. Vielleicht können die mir ja helfen. Die Feuerwehr ist das Nächste, was an der Polizei rankommt, Alter. Wenn die mir nicht helfen, dann ist ganz Notruf Hamburg auf sich alleine gestellt. Oder ich mich. Und das kann ich gar nicht zulassen. Oh mein Gott, ich hoffe, dass die Polizei... Ich hoffe, dass die Feuerwehrstation mir helfen wird. Da vorne ist sie auch schon. Oh mein Gott, jetzt werde ich geblitzt. Aber egal, was ist ein Blitzer gegen eine Zombie-Invasion? Ganz ehrlich, so aussteigen. Jetzt schnell hier reingehen. Ein Glück, sie sind noch da. Sie müssen mir helfen. Die Polizei glaubt mir nicht. Notruf Hamburg wird von einer Zombie-Invasion heimgesucht. Bitte helfen Sie mir. Junge, von einer Zombie-Invasion? Weißt du überhaupt, worüber du da redest? Ist keine Zombies. Das ist Fantasy, Science-Fiction. Sowas gibt's nicht. Rufen Sie wenigstens beim Krankenhaus an, dann werden sie sehen, dass ich recht habe. Beim Krankenhaus geht keiner ran, denn alle sind Zombies geworden. Okay, dann rufe ich jetzt halt beim Krankenhaus an. So, 112 und... Hä? Es piept, es geht echt keiner ran. Aber das werden keine Zombies sein. Okay, ich sag mal meinen Kollegen Bescheid, die fahren da mit dir hin und dann siehst du das auch, okay? Ja, okay, aber bitte seien Sie vorsichtig, es gibt wirklich Zombies. Ja, ja, Junge, red du mal weiter. Oh mein Gott, mir glaubt keiner, aber ey, immerhin fahre ich jetzt mit den Feuerwehrleuten zum Krankenhaus und dann werden die mir vielleicht helfen. So, schnell nach hinten, ey. Da ist der Parkplatz. Und, sie sind hier am Auto waschen, oder was? Hallo, ey, hört mal bitte auf, euer Feuerwehrauto zu waschen. Ich brauche eure Hilfe. Das Krankenhaus wird von Zombies heimgesucht. Ich brauche dringend eure Hilfe. Könnt ihr mit mir da hinfahren? Ja, Babo, kein Problem. Komm, steig ein. Wir fahren zusammen hin. Oh mein Gott, ey, was ist das für ein Trottel? Aber hey, immerhin kann ich dann mit meinem schön gewaschenen Auto da hinfahren. Ey, das sind solche Ehrenmänner. Zum Glück können wir da jetzt gemeinsam hinfahren. Schnell einsteigen und ab zum Krankenhaus von Notruf Hamburg. So, da vorne ist das Krankenhaus. Mensch, Leute, glaubt ihr mir jetzt? Ach, dem Jungen glaube ich nicht. Aber hey, so eine Rundfahrt macht doch jeden echten Feuerwehrmann Spaß. Oh Mann, ich habe das Gefühl, dass sie mir immer noch nicht glauben. Feuerwehrleute, komm schnell mit, komm schnell mit, komm schnell mit. So, jetzt schnell rein. Dann seht ihr, dass hier alles voll mit Zombies ist. Hä? Wo sind die Zombies hin? Hier ist kein Zombie. Oh Mann, ey, hier ist kein Zombie. Tja, Junge, was habe ich gesagt? Hier gibt's keine Zombies. Das hast du dir alles ausgedacht, weil du nicht mehr alle... Latten am Zaun hast. Genau, du hast einen Sprung in der Schüssel. Ja, okay, ey. Ich suche jetzt alles ab. Oh, hier ist kein Zombie. Da ist kein Zombie. Oh Mann, ey, wo ist denn hier ein Zombie? Hier war doch auf jeden Fall... Hier waren zwei Zombies, hier ist keiner mehr. Oh mein Gott, hier ist gar keiner mehr. Was zum Teufel, ey. Oh mein Gott, und hier ist auch keiner mehr. Tja, Babo, wir glauben mir nicht. Aber in einer Sache hast du recht. Hier ist keiner mehr. Und das kann natürlich schon Angst auslösen. Hier müssen eigentlich alles voll mit Sanitätern und mit Ärzten und so sein. Genau, das geht nicht. Lass uns mal ganz schnell bei der Feuerwehrstation anrufen. Wir brauchen ein paar Sanitäter hier zur Unterstützung. Genau, das Krankenhaus kann nicht leer stehen. Was ist denn, wenn jetzt ein Notfall reinkommt? Also, ich rufe jetzt mal bei der Feuerwehrstation an. Hä? Es geht keiner bei der Feuerwehrstation ran. Ja, weil die Feuerwehrstation jetzt von Zombies eingenommen wird. Wetten? Ach, es gibt keine Zombies. Was laberst du da für einen Müll? Wir müssen jetzt ganz schnell wieder zur Feuerwehrstation und die da informieren, okay? Komm mal schnell mit. Okay, schnell, 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 schnell. Sie glauben mir immer noch nicht, aber ich wette, wenn wir jetzt zur Feuerwehrstation fahren, wird uns irgendwas auffallen. Das ganze Krankenhaus ist leer. Let's go. Ab zum Feuerwehrauto. Schnell, schnell, schnell los. Hey, oh mein Gott, was ist das denn? Da ist ein Zombie. Der greift ihn an. Ey, Hilfe, lass mich in Ruhe. Aua. Oh mein Gott, Babo, du hattest recht. Wie konnte ich dir nicht glauben? Aua, aua, Hilfe. Ah, ihr müsst mich zurücklassen. Ihr habt keine Chance. Babo, du hast ihn gehört. Komm schnell wieder ab ins Feuerwehrauto rein. Wir müssen schnell abhauen. Oh mein Gott, schnell. Okay, oh Mann, ey. Das ist schon der Nächste, der vom Zombie angegriffen wurde. Oh mein Gott, schnell abhauen. Schnell los. Oh mein Gott, Babo. Wir müssen schnell zur Feuerwehrstation, denn da haben wir eine Sirene und eine Megafon, womit wir alle in Notruf Hamburg warnen können. Ja, endlich nimmt das mal jemand ernst. Schnell weg. Schnell ab zur Feuerwehrstation. Hey, Babo, schau mal, was ist da? Hä? Hier ist ja einfach, hier ist eine Zombie-Invasion. Oh mein Gott, die haben einfach hier alles zugestellte Blockade. Menschenfleisch, Angreifer. Da sind zwei Leckerbissen drin. Angreifer. Oh mein Gott, ey. Oh, die Zombie-Boys, die holen für uns das Leckerfleisch. So sieht's aus. Ah, Hilfe, Babo, wir müssen schnell abhauen. Okay, okay, gib Gas, schnell, wir müssen weg. Es gibt noch einen anderen Weg. Schnell, fahr über die Schienen, bevor der Zug kommt. Schnell, gib Gas. Schnell, der Zug ist schon vorbei. Schnell, weg, 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 weg. Oh mein Gott, was war das denn, Alter? Die Zombies sind sogar schlau, Alter. Die haben einfach...
Die haben einfach den Weg blockiert. Oh mein Gott, ey. Okay, aber wir werden trotzdem den Weg zur Feuerwehrstation finden. Ja, Babo, ich kenne den Weg. Wir fahren einen Geheimweg über die Zugstrecke. Ah, okay, Mann, ey. Babu, hier können wir ganz langsam an den Schienen vorbeifahren. Siehst du das? Hier ist kein Zombie. Oh mein Gott, du bist so schlau, ey. Gut, dass du das weißt. Ja, ich kenne mein Hamburg natürlich in- und auswendig. Okay, dann jetzt aber ganz schnell zur Feuerwehrstation. So, wir sind jetzt bei der Feuerwehrstation. Wir müssen ganz schnell die Sirene anmachen. Babu, geh nach oben, da ist die Sirene. Okay, ey, ich lauf schon mal los, ey. Ab nach oben, wir müssen schnell die Sirene anmachen. Und eine Durchsage machen. Oh mein Gott, Alter. Alter, Alter, Alter. Okay, wo ist die Sirene? Hier ist die Küche, hier ist die Küche. Oh mein Gott, die Sirene. Wo ist die Sirene, Freunde? Wo kann man die Sirene hier anmachen? Let's go. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Ja, hier, hier, hier in dem Besprechungsraum. Hier, oh mein Gott. Okay, ich mache die Sirene an. Wiu, 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 wiu. Achtung an alle Bewohner von Notruf Hamburg. Dies ist eine Durchsage der Feuerwehrstation von Notruf Hamburg. Wir haben eine Zombie-Invasion. Bitte retten Sie sich. Lassen Sie keine anderen Menschen in Ihre Wohnung. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, dies ist keine Übung. Okay, okay, ich habe die Durchsage gemacht, ey. Jetzt schnell wieder zu meinem Kollegen. Oh mein Gott, was machen wir jetzt? Schnell runter hier, Feuerwehrrutsche hier nehmen. Und let's go, ab nach unten. Babu, 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 ich habe was Wichtiges für dich. Ja, was gibt's denn? Das Krankenhaus kann leider nicht besetzt werden. Dann muss wenigstens die Feuerwehrstation beschützt werden. Deswegen bleibe ich hier, auch wenn es vielleicht mein Leben kosten wird. Ich werde die Feuerwehrstation beschützen. Oh Mann, ey, okay. Wer konnte auch schon damit rechnen, dass Notruf Hamburg eine Zombie-Invasion bekommt? Du kannst stolz auf dich sein. Dann werde ich jetzt losfahren und versuchen, ein Gegenmittel zu finden. Oh mein Gott, wir haben einfach eine Zombie-Invasion in Notruf Hamburg. Ey, das geht gar nicht. So, jetzt schnell los. Wo könnte ich ein Gegenmittel finden? Wir haben, das Krankenhaus ist schon komplett erledigt. Und die Feuerwehrwache wurde auch schon komplett hochgenommen. Und geradeaus vor mir, da muss ich nochmal hinfahren. Da ist doch Zombie-Absperrung, ist da doch. Oh mein Gott, hier ist die Zombie-Absperrung. Nein, 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 nein. Da vorne sind sie. Schnell. Oh, sie riechen mich direkt. Sie wollen mich direkt angreifen. Oh, schnell abhauen. Schnell abhauen. Ich muss sie irgendwie befreien. Die Zombie. Oh, die Blockade muss ich irgendwie befreien. Schnell, let's go. Ich guck mal bei der Polizeistation, ob da noch jemand ist. Schnell, ich fahr hinten rum. Ich fahr hinten rauf, damit mich keiner erwischt. Oh mein Gott, falls da schon Zombies sind. Ist hier schon jemand bei der Polizeistation? Reingehen. Nein. Oh mein Gott, hier ist keiner mehr. Bei der Polizeistation gibt es keinen mehr. Oh mein Gott, die sind alles Zombies geworden. Gut, dann habe ich jetzt keine andere Wahl. Ich muss bei den Untergrund-Biochemikern nach Hilfe suchen, die eigentlich Kampfstoffe herstellen. Aber Freunde, jetzt sind wir alle Menschen auf einer Seite. Die Zombies drohen die Menschheit zu vernichten. Schnell, los geht's. Ich glaube, ich weiß, wo ich einen Biochemiker finde. Der ist hier ein Schmuggler. Hier ganz genau bei dem Parkhaus, ja. Schnell hier runter, ey. Oh mein Gott. Hier ist einfach der Dealer. Gut, dann fahren wir da jetzt mal hin. Ey, hallo, hast du noch gar nichts mitbekommen, oder was? Na klar, Babo. Und ich habe die größte Angst meines Lebens, ey. Alle meine Kunden sterben weg. Ja, deswegen bin ich hier. Wir müssen deine Kunden retten. Wir müssen alle Menschen retten. Ach, eigentlich tue ich ja nicht so gerne was Gutes. Aber Babo, meine super Labor-Chemiker haben schon was rausgefunden. Wir haben ein Gegenmittel. Okay, und was ist der Haken? Du musst alle Zombies mit einer Spritze spritzen, ja? Sonst können wir sie nicht heilen. Okay, da habe ich die Idee. Komm, lass uns die Pfeile in Maschinengewehre reinstecken und dann schießen wir die Zombies damit ab. Okay, das ist ein Plan. Babo, hier das Gegenmittel. Okay, warte mal, ich muss mir eben das Gegenmittel besorgen. Gegenmittel habe ich mir besorgt. Dankeschön, danke, danke, danke. Wir werden deine Kunden und alle Menschen retten. Oh mein Gott, ja. Da sind die Kriminellen jetzt auch auf unserer Seite. Denn ohne Menschen können sie ihr Geschäft nicht fortführen. Also ab geht's. Jetzt habe ich nur noch eine Sache, die ich tun kann. Ich fahre zurück zur Feuerwehrstation und werde da den Feuerwehrmann bitten, mir zu helfen, alle Menschen zu heilen. Auch wenn diese Aufgabe ein bisschen makaber ist, immerhin haben wir jetzt ein Maschinengewehr und müssen damit die Zombies abschießen. Denn nur so können wir sie retten, nur so können wir sie mit der Spritze versorgen. Ey, Feuerwehrmann, wo bist du? Ach, da bist du ja. Komm, hier, ich gebe dir meine Waffe und jetzt können wir beide gemeinsam die Zombies heilen. Da vorne ist nämlich, da sind Spritzen drin und damit können wir die Zombies abschießen und dann werden sie wieder zu normalen Menschen. Ist das ein Plan? Ey, Babu, das ist der beste Plan, den man gerade haben kann. Gut, komm mit. Ich glaube, die Zombies haben sich versammelt und zwar auf der Brücke, die wir schon kennen.
Komm, steig ein. Wir fahren jetzt gemeinsam zur Brücke. Ey, oh mein Gott. Wir werden einfach die Zombie-Invasion in Notruf Hamburg stoppen. Let's go. Also, schnell zur Brücke. Und jetzt, ich denke, du schaffst das, oder? Klar, Babo, schaffe. Ich schaffe das alles. Ich bin Feuerwehrmann. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wir müssen uns langsam rantasten. Da vorne sind sie. Okay, wir müssen Sicherheitsabstand rein einhalten. Aber wir müssen sie auch abschießen. Komm, steig aus. Wir müssen sie alle abknallen. So, der wird geimpft. Der wird geimpft. Und der wird abgeheilt. Der wird geheilt. Die müssen. Oh mein, sie sind wütend, sie sind wütend. Menschenfleisch. Angriff! Angriff! Wir werden sie alle heilen! Los! Schau mal! Schau mal, es wirkt! Sie bewegen sich schon langsamer! Was ist hier denn los? Ich hab so Kopfschmerzen. Freunde, wir haben es eine Woche später. Wir konnten alle Zombies heilen. Alle sehen wieder vernünftig aus. Außer er hier. Er ist irgendwie grün geblieben. Aber versprochen, er ist ein normaler Mensch, Freunde. Ey, Babo, danke. Nur wegen dir konnten wir gerettet werden. Ja, Babo, du bist mein Held. Babo. Du bist einfach der Beste. Du hast ganz Notruf Hamburg vor der Zombie-Invasion gerettet. Ach, Freunde, vielen Dank. Das habe ich doch gerne gemacht. Wenn euch dieses Zombie-Video gefallen hat, dann schreibt mal in die Kommentare, ob ich noch ein Zombie-Roleplay machen soll. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut euch gerne das Video auf der rechten Seite an. Wir sehen uns auf sofort wieder. Bis dann und ciao.